Eine neue Woche, ein neues Startup. Ich bin heute im Werk 1 am Ostbahnhof und hier spürt man richtig die Startup-Energie, weil hier sind ganz viele kleine und junge Unternehmen. Und ein ganz besonderes, das ist Awake Mobility. Awake Mobility. Ich kann mir vorstellen, Daniel, dass es was mit der Mobilität zu tun hat. Aber was macht ihr genau? Ja, Awake Mobility ist ein Münchner Technologieunternehmen. Wir analysieren den Zustand von Bussen. Das heißt, wir verbauen eine kleine Box in den Fahrzeugen, sammeln ganz viele Fahrzeugdaten aus dem Echtzeitbetrieb und können dir dann immer sagen, wenn etwas kaputt geht. Aber wie könnt ihr das sagen? Wie schafft es dieses kleine Teil, das ihr da verbaut, zu wissen, hey, da ist die Tür kaputt? Ja, das Teil an sich weiß es nicht. Die Daten schicken wir raus und unsere künstliche Intelligenz, die wir entwickelt haben, überwacht eben das Fahrzeug und signalisiert dann, aufgepasst, wir haben hier bei diesem Bauteil eine Abweichung, kümmere dich bitte darum, ansonsten kommt es zu Folgeschäden. Und wie verbessert das das Unternehmen, das Busunternehmen zum Beispiel? Ja, wir steigern die Verfügbarkeit, wir reduzieren die Kosten, wir machen die Mitarbeiter effizienter, wir haben auch verschiedene Lösungen, die die Kommunikation optimieren und im Endeffekt geht es darum, den Passagieren ein zuverlässiges Angebot zu bieten und dabei unterstützen wir eben die Verkehrsunternehmen. Ihr habt ja vergangenes Jahr bei der Stadtsparkasse München den Gründerpreis gewonnen. Was hat es mit euch gemacht? Wie hat es euch vielleicht auch verändert? Ja, das war für uns eine große Freude, weil der Münchner Gründerpreis war ja ein Publikumspreis. Das Publikum konnte abstimmen, wer für die Münchnerinnen und Münchner der Sieger sein soll. Und das bedeutet uns natürlich unglaublich viel, denn im Endeffekt helfen wir ja auch dem Einzelnen da draußen, die Nutzer, die jeden Tag Bus fahren. Und somit bedeutet es sehr, sehr viel, denn wenn die Münchner sagen, das ist etwas Relevantes, das hilft uns im Alltag, das ist natürlich sehr schön. So, du sprichst die ganze Zeit von wir. Wer ist wir? Wer hat Awake Mobility gegründet? Ja, wir sind drei Gründer, ein Maschinenbauer, ein Softwareentwickler und ich bin der Betriebswirt. Heißt aber perfekt, Dreierpack zusammen. Genau. Einer weiß, wie man es entwickelt, der andere, wie man es baut und der andere, wie man es vermarktet. So in der Art, genau. Wir sind ein sehr, sehr homogenes Team, aber auch heterogen. Wir denken gleich, haben die gleiche Vision, aber bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit. Aber nicht nur wir drei sind das Team, sondern wir sind heute 15 Leute. Und, habt ihr schon was aufgebaut, ja? Absolut, ja. Wir haben ein super tolles Team aus 10 Nationalitäten und jeder bringt natürlich dann auch seine Interessen, Kapazitäten und Fähigkeiten mit, um Awake Mobility erfolgreich zu machen. Wie kam es zu der Idee? Wie kam es zu Awake Mobility? Ja, eigentlich eine lustige Geschichte. Schön, dass du es ansprichst. Auf dem Oktoberfest vor 3 Jahren saßen wir bei einem Bier zusammen und haben gesagt, Mensch, eigentlich wäre es doch ganz lustig, wenn wir gemeinsam was starten. Und dann wurde in den nächsten Monaten auch eine Idee entwickelt. Und zwar das Thema Nachhaltigkeit immer so wichtig, denn ÖPNV, wir sehen es ja, das 9-Euro-Ticket, jetzt das 49-Euro-Ticket, da sehr, sehr viel Musik. Und wir müssen einfach den öffentlichen Verkehr stärken, um auch die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt noch weitere spannende Einblicke auf Awake Mobility gibt. Deswegen schaue ich mal zum Nick in die Stadtsparkasse. Danke dir, Daniel. Ich danke dir. Awake Mobility hat ja den Gründerpreis gewonnen. Warum ist dieser Preis so wichtig für Startups? Ja, zum einen ist Awake Mobility ja unser Gründerpreisgewinner, wie du schon gesagt hast. Aber es verkörpert ja auch sehr, sehr viel mehr. Ja? Also zum Thema Nachhaltigkeit, Innovation. Und das ist natürlich auch das, was gerade so ein bisschen am Puls der Zeit auch auf den Nerv trifft. Jetzt ist ja Awake Mobility schon ein spezifisches Startup, aber doch für jedermann, oder? Auf jeden Fall. Also es ist ja so, es betrifft uns ja alle. Wir sind ja alle täglich mit Bussen, Trambahnen, U-Bahnen unterwegs, Zügen. Ja? Und das ist natürlich dann auch sehr wichtig, dass die Pünktlichkeit zum einen mal mehr zunimmt. Und zum anderen ist es ja auch wichtig, gewisse Nachhaltigkeitsthemen hier abzudecken. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Bus defekt ist, dann muss er halt ausgetauscht, repariert werden. Und wenn man das dann natürlich auch mit einer künstlichen Intelligenz dann so gestalten kann, dass es dann auch sicherlich, sag ich mal, in diese Richtung dann geht, dass du auch weißt, wann ist es denn überhaupt, wann ist der Zeitpunkt, dass der Bus defekt ist, dann ist das auch sehr, sehr förderlich. Danke dir, Nick. Ich freue mich schon auf nächste Woche, aufs nächste Startup. Wenn Sie aber noch mehr über Awake Mobility erfahren wollen, dann hören Sie doch einfach mal rein in den Podcast Lena Startups. Den finden Sie auf www.sskm.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Servus.